Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier ganz herzlich bei Cosmic Matrix zur Tagesbotschaft für den Montag. Ich hoffe, du hattest ein ganz traumhaft schönes Wochenende und konntest auch irgendwie das Herbstwetter genießen. Ja, vielleicht mal rausgehen oder einfach dich erholen, je nachdem, wie es dir gerade geht, was du brauchst, was das Richtige ist. Ich stelle dir heute für den Wochenstart die neue Botschaft vor. Wir haben hier von Diana Cooper die Aufstiegskarten dabei vom Trinity Verlag. Und auf der anderen Seite haben wir die Einhornkarten von Diana Cooper dazu vom Ansata Verlag. Und da werde ich uns jetzt eine Botschaft ziehen. Und ich glaube, Diana Cooper ist jetzt auch demnächst bald mal in München. Habe ich gesehen, gehört. Und macht da einen Tag zu einem Thema, einen energetischen Heilungstag. So, hier schaut schon mal eine Karte raus, wer uns heute in die neue Woche hinein begleitet von den aufgestiegenen Meistern und von den Einhörnern. Kommt noch eine Botschaft dazu, hier gibt es aber auch manchmal Engel. Wir schauen mal, ob wir einen Engel und ein Einhorn bekommen. Und wie geht die neue Woche los? In einer Woche startet schon der Heilkreis. So. Gucken wir mal, was hier für Energien sich zeigen wollen. Die erste Karte haben wir von Lord Kumeka. Ja, Lord Kumeka ist ein Lichtwesen aus einem anderen Universum, das zusammen mit Metatron die Rahmenbedingungen für das goldene Zeitalter, das von Atlantis jetzt durchdringt, so zu uns zu setzen. Er ist auch als Kohan, als Oberhaupt des achten Strahls bekannt, des Seelenstrahls, der Läuterung, der Erleuchtung und der Kommunikation. Und so ist er jetzt zu uns zurückgekehrt und hilft uns hier beim Aufstieg. Und wenn die Karte kommt, dann heißt es, wir suchen nach Erleuchtung. Ja, also das kann heute ein Thema für dich sein, dass du Dinge mehr durchlichten willst, verstehen willst. Atme Kumekas blaues Topazlicht in deine Aura ein, erweitere dein Denken und bedingungslose Liebe, Akzeptanz anderer und auf persönliche Verantwortlichkeit hin. Kumeka wird dir neue Türen öffnen und deine Schritte auf dem Pfad der Erleuchtung des Aufstiegs lenken. Ja. Ich rufe Lord Kumeka an, damit er mich unterstützt und erleuchtet. Also es geht nochmal um Erkenntnisse, um noch mehr Weisheit und um Durchlichten auch. Kannst du gern Lord Kumeka für dich rufen, wenn du sagst, ah, da habe ich wieder so ein Thema oder es ist das ewig gleiche Thema. Ist es ja gerne auch mal immer ein Thema. Und bitte ihn da, dich im Traum, wenn du schläfst oder in deinem Wachbewusstsein bei der Meditation, dich zu führen, dich zu berühren heute mit Infos und mit Erleuchtung. Und dann die Einhörner kommen dazu auch mit einer Botschaft. Hier kommt die Botschaft dienen. Also hier ist eine Dame, die schiebt hier jemanden, der hilfebedürftig ist. Hier hat sich ein Bein gebrochen, der Mann. Und das Einhorn steht hier auch dabei und hier heißt es, diene mit offenem Herzen, das ist der Schlüssel zur Erfüllung. Also es geht auch darum, ja nicht anzuzweifeln, was jetzt in deinem Leben so passiert und dich selbst anzuzweifeln. Hör auf, dich in Frage zu stellen. Fülle dich mit Liebe und vertraue dem Weg, vertraue diesen Prozessen, die passieren, auch wenn es nicht immer einfach ist. Vertraue und mach das Beste draus. Lass deine Gaben wirklich für die Menschen fließen. Und schau nach vorne, richte dich da immer wieder lichtvoll aus, ja. Ich lese dir nochmal vor, was hier noch im Heftchen drin steht. Da ist noch ein Satz. Die Einhörner raten dir, das zu tun, was deine Seele befriedigt. Stell deine eigenen Bedürfnisse heute einmal nach hinten und diene anderen. Schau, wie du für andere da sein kannst. Dann wirst du auch Glück erleben. Ich tue das, was meine Seele befriedigt, ist die Affirmation. Ja, was macht dich glücklich? Und vielleicht nimmst du dir auch mal Zeit für ein Gespräch, für eine Nachbarin oder so. Denn auch im Winter, ich weiß, viele haben keine Zeit, aber im Winter sind die älteren Leute, die gar nicht so viel rauskommen, manchmal ganz abgeschnitten und sehen dann ganz lange gar keinen. Und vielleicht ist man da, hat man dann doch mal eine Minute Zeit und redet mit denen oder hat für jemand anders ein liebes Wort oder was auch immer du tun kannst.
Vielleicht wirst du heute so geführt, dass es eine Person gibt, die deinen Trost oder deine Zeit braucht, wo du einfach sagst, ja, das kann ich eh gut, das mache ich gern, ich bin jetzt mal für diese Person da. Vielleicht hast du auch was anderes zu geben, vielleicht kannst du gut Autos reparieren oder was auch immer. Ja, denn wenn dir das Schicksal heute jemand zuführt, wo du sagst, ja, da kann ich heute da sein, dann mach das. Das wird auch dich glücklich machen, ja. Denn dann kreist du nicht nur um dein eigenes Thema, sondern du kommst ins Dienen, ins Fließen, ins Geben. Und damit signalisierst du dem Universum auch, ich habe Fülle, ich habe was zu geben. Und wenn du gibst, dann bist du auch immer ein Stück weit glücklicher noch. Genau. Okay, ihr Lieben, das ist die Botschaft für den Montag. Schau mal, wem du heute eine kleine Freude machen kannst. Aber wenn du selber krank bist oder so, dann, ja, dann ist es vielleicht auch nur was ganz Kleines. Dann erschöpf dich nicht. Lausch nach innen, was es sein kann. Ich wünsche dir einen schönen Start in diese Woche und bin auch schon auf die Readings gespannt, die dann wieder kommen. Die größeren. Ihr Lieben, macht's gut und schönen Tag. Satna.